Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Tradesim World 4. Heute machen wir was ganz Spezielles. Wir probieren mal Mods aus, die mit dem PC-Editor gemacht worden sind. Und zwar sind es vor allem so Kupplungswagen und eine modifizierte Class 37. Die wir uns heute mal anschauen. Und zwar geht es in erster Linie mal um den Wagen. Ich muss mal schauen. Translator Coach. Das ist so ein Postwagen, der jetzt unterschiedliche Kupplungen drauf hat. Also die Delna, die Scharfenberg, die Tyglock, die Webco, N-Type etc. Schauen wir uns zum Beispiel die Scharfenberg-Kupplung an. Ich warte mal ganz kurz. So. Hier ist die Kupplung, wie man sie kennt. Da dieser Postwagen. Interessant, dass ich hier wieder was drauf habe. Und da hinten entsprechend die angepasste Kupplung. Das gibt es auch mit einem Güterwagen, gibt es auch zum Runterladen. Und meine Idee ist, dass wir entweder den Wagen hier nutzen und eine Class für dieselben oder nur die Class für dieselben und ein ICE hier abschleppen. So ungefähr. Zuallererst müssen wir aber den ICE erstmal hier reinbringen. Und ich hoffe, das Spiel wird dabei nicht abrauschen. Machen wir mal beladen. Gibt es eine Fehllackierung? Neue Lackierung? Nee. Es ist ja jetzt auch der Zugverbands-Creator mit dabei. Dann werde ich mal andersweitig mal anschauen. Mal 8 Wagen beladen. Da haben wir eigentlich noch gut Platz. Machen wir das mal hier so hin. Okay. Da haben wir unseren ICE. So, dann neuen Zug erzeugen. Da, Translator Coach, wir brauchen Scharfenberg. Und der sollte vielleicht so sein. Okay. Und dann brauchen wir noch unsere Zuglokomotive. So, 37. Nee. Die 7 EPX. Auch die gibt es jetzt mit unterschiedlichen Kupplungen. Da Scharfenberg, die brauchen wir. Und jetzt hoffen wir mal. So, Zug erzeugen, bitte crash jetzt nicht. Okay. Das wäre dann soweit unser Verband erstmal. Bisschen laut. Den Kollegen. Müsste man. Ja, wobei eigentlich hätte man da die normale Kupplung nutzen können. Wir könnten das aber trotzdem so nutzen. Wir müssen hier das hier wechseln. Dass wir hier Haken haben. Komm ich hier rauf. Dann werden wir hier mal rankuppeln. Ich hoffe, mein Plan geht auf. Ich habe das mit dem Wagen noch überhaupt nicht halt probiert. Abschlüssel rein. Wer wird jetzt bitte lösen? So. Könnte einen Moment dauern. Ist voll drin in der Bremse. Geh üben, mach schneller. Vor allem weiß ich nicht, wie das da mit den Bremsen sein wird. In dieser Formation. Ja. Leistung kommt. Schön sachte dann. Und dann müssen wir noch den ICE vorbereiten. Kleines Stückchen noch. Muss jetzt gleich mal krachen. Ne? Okay, wir sind dran.
Nehmen Sie rein. Kicken wir mal. Gekuppelt wer? Auf der Seite. Auch wenn's. Ja, das vermutlich dem Mod geschuldet sein. Das passt hier. Da muss ich ja nichts vorbereiten, oder? Nee, werde einfach direkt da rangehen. Das wird bestimmt geil aussehen. So, eine den ICE. So. Und ich kriege die Kupplung einfach mal so auf. Ich denke mal, dafür muss ich ihn anmachen. So. Kupplungssteuerung. Flugbeeinflussung. WB gesperrt. WB gesperrt. Ja, ja, alles gut. Steuerung. Steuerung. So. Das soll's gewesen sein. Machen wir hier wieder zu. Auf hier. Tür. Kann wieder zugehen. Ist offen. Okay, dann gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Das ist ein First. So, Kollege. Ne? Ich will mich hinsetzen. Okay, wir bewegen uns. Ich glaube, ich hätte gerne die andere Dreierkamera. Würde das gern sehen. Oh, bitte crash nicht. Bitte nicht crashen. Okay, irgendwas ist hier mit der Bremse schon mal nicht koscher bei dem Wagen. Schön ran. Holy shit, wir sind dran. Okay. So, Bremsen gelöst. Muss ich hier nochmal was kontrollieren. Mal ganz kurz hier bitte aufmachen. Hallo, aufmachen. Dankeschön. Wo war das? Was ist hier drin? Ist gelöst. Oh, ist ja aber auf Vakuumbremse hier. Schaffner Licht. Mal was testen. Angelegt, gelöst. Alles okay. Aha. Besser, das ist natürlich absolut realistisch, was wir hier machen. Okay, ich glaube, wir sind ready to go. I guess. Ich mache das auch zum ersten Mal. Sieht überhaupt nicht komisch aus. Okay. Gut. Oh, den Führerstand hier mal kurz ausmachen. Einmal so. Hier werden wir mal. Na, die Schnellbremse. Da runterfahren. So, Hauptschlüssel aus. Einmal hier raus. Alles so schräg. Einmal hoch die Schnickheit demonstrieren mit einer. Bei diesem. Nö, da rein. Hauptschlüssel, einmal rein, vorwärts. Und dann können wir hier mal die erste Anwendung runter. Oh, sie kommt. Wollen wir mal darauf hoffen, dass es der ganze Verband ist. Frontscheinwerfer sind an. Instrument Light brauchen wir nicht. Und Indicator könnte man machen. Okay. So, dann schauen wir mal. Das sieht so falsch aus. Route setzen. Wo
fahren wir mit dem Kollegen hin. Wir könnten natürlich auch irgendwo ins Depot reinfahren. Aber ich glaube, ein bisschen Strecke wäre schon mal nicht schlecht. Und der erste Halt hier. Könnten wir hier auf die Ausweiche hinfahren. Das wäre dann die Ausweiche auf der linken Seite. 12 Mal. Oh. Wir haben Ausfahrt. So, haben wir. Okay. Mal schauen. Ich gebe mal Leistung. Die Lok ist davon nicht sehr überzeugt. Warte mal, es kann sein. Ja, doch, so langsam. Oh, ich glaube, das ist ein bisschen viel. Die Lok ist nicht happy. Machen wir so richtig schön langsam. Mehr. Mann, es kommt. Wenn ich jetzt von der Leistung weggehe, bist du dann sofort wieder langsamer? Wenn ich in der Karte für die Bremse. Ja. Da ist irgendwo noch eine Bremse drin. Eventuell ist da der ICE dran schuld. Wir gucken mal. Auf, bitte. Oh, ich will den ICE jetzt abschleppen. Guck mal. Ja, das ist natürlich ungeil. Der ist voll drin. Der löst hier nicht. Hätte ich das vielleicht lösen müssen, noch bevor ich ankuppel? Aber wenn es so ist und ich habe beim ICE keine Bremse, dann wird das richtig spaßig. Oder wir probieren es mal ohne den Wagen. Probieren es mal ohne den Wagen. Das ist ja alles ein Experiment hier. Kann ich das... Ach, Moment mal. Das kann ich doch bestimmt von hier aus machen. Kupplungssteuerung, Scheibenwischer. Wo ist der Button? Widerspeichern. Ah. Bist du dafür auch... Ne, du bist an. Lösen. Oder ist sie gelöst? Ne, die war gelöst. Gekuppelt. Hintere Kupplungsrate lösen, entkuppeln. Wie gesagt, nicht mehr entkuppelt. Spannend. Nicht so gut. Experiment ist nicht geglückt. Die wird jetzt nicht offen sein. Ich probiere es mal ganz kurz. So, Kollege, mach mal ein Stück. Ah, du gibst eh schon die ganze Zeit Leistung. Bewegst dich aber nicht.
Nee. Okay, neues Experiment. Ich werde das Ganze hier nochmal löschen. Und beim ICE zuerst mal die Bremsen lösen und dann machen wir es nur mit der Lok. So das Setup. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und ich glaube, ich habe es jetzt hinbekommen. Wir haben jetzt den ICE direkt dran. Kuppel hat funktioniert und die Bremse scheint jetzt auch zu reagieren beim ICE. Also sind wir jetzt eigentlich mit Go, glaube ich. Aber dann sieht man der Fahrt. Soweit alles ready. Wir steigen mal ein. Und dann wird die abgestellt. Okay. Wir brauchen eine Route. Einmal Route setzen. Wir können gerade das gleiche nochmal machen. Wo ist denn diese eine Ausweichstelle? Wo bist du? Da bist du. So, bitte einmal dahin. Ziel setzen. Bestätigen. Ah, kriegen wir gerade aus. Oh ja, geil. Danke, Fahrplan. Komplett gelöst, ja dann. Abfahrt. Da hört man auch die ICE. Aber er sollte eigentlich nicht mit Gas geben, denke ich mal. Oh, der hat aber ein Panther oben. Ah ja, wird schon passen. Ist ein Experiment. Ja, wobei, Panther runter. Ja, wir lassen es jetzt mal. Aber schade, dass es mit dem einen Wagen nicht klappt hat. Vielleicht geht es mit der Güterwagen-Variante. Das könnte man mal auf der deutschen Strecke erst probieren. Das ist einfach so surreal. Oh, liebe Engländer. Das ist ein ICE. Der fährt nur heute nicht ganz so schnell. Oh Mann. Eigentlich wäre es auch witzig, im ICE drin zu sitzen und dann die Völle selber zu steuern. Dass die quasi die Kraft gibt. Na, V66 ist da hinten. Moin, Kollegen. Ja, dann machen wir einen Leistungstest. Maxim Schmackes. Sehe ich definitiv nicht. Und zwar sehr schneller. Alter. Aber weißt du was, ich mache dabei ganz schnell ein Foto. Das sieht so komisch aus. Okay, einmal Foto, Dankeschön. Speichern. Ah, vielleicht irgendwie so. Ah, vielleicht geht es ein bisschen später. Besser ohne diese Oberleitung. Passt mir. Hi, Kollege. Was darf der eigentlich fahren? Also später beim Stopp werden wir dann sehen, ob nur die Lok bremst, weil dann könnte es anhalten, vielleicht ein bisschen dauern. Und ich darf nicht vergessen, um zu testen, ob mal die Türsteuerung funktioniert. Da hinten halt kein Zugschluss, aber was soll's. Aus.
keine Spaßsysteme mehr. I know. Und ihr seht, dass wir jetzt mit dem Fahrplan einfach mal so rauskommen sind. Ja, scootertechnisch ein bisschen was los hier. Nice. Ich meine, dies wäre allein bei Auto interessant gewesen, da wird dann die Oberleitung effektiv fehlen. Und der ICE dann gar nichts mehr machen. Mit hinten ranhängen. Ja, dann brauchte ich eine zweite für dieselben da vorne. Hätte man eigentlich auch machen können, einmal im Doppelding. Und ich habe für mich mal ein bisschen den Zugverbandbilder ausprobiert. Das ist schon ziemlich cool, dass man sich jetzt da alles zusammenstellen kann, wenn man es will. Und im freien Spiel bzw. im Szenario dann nutzen kann. Es ist sehr praktisch, vor allem wenn man dort auch die unterschiedlichen Liveries von den Sachen einfach voreinstellen kann. Also da und Daumen nach oben und nach der Games. Aber was sinnvoll ist. Haben mich überrascht, dass noch nicht viel mehr Mods gekommen sind. Also ich habe auf der Mod.db mal nachguckt. Es sind jetzt vor allem diese Kupplungsmods da am kommen. Das heißt, dass einzelne Wagen oder dass die Lokomotiven angepasst worden sind, so wie jetzt die für dieselben hier. Dann gibt es ein paar Fahrplananpassungen. Nach Vorbild etc. für diverse Strecken, was im PC-Editor gemacht worden sind. Markierung, okay. Und sonstige kleine Tweaks, aber die Karten selber, sie ist noch keine da, stand jetzt von der Aufnahme. Bilder schon gesehen und auch mal ein Video davon, aber noch nichts zum selber bauen. Ins Foto. Ups, das ist ein bisschen ab. Vielleicht war der im richtigen Moment. So vielleicht. Ich mach da was zum. Okay. So, nee, das sieht nicht so gut aus. Ja, ich weiß. Ich will mein Foto machen hier. So. Ja, los geht's. Wieder rein hier. Ob so wirklich was Interessantes auf der Strecke kommt, denn nicht. Wo mal hier mal was abstehen könnte. Da kommt die Kreuzung. Da ist eine Abstellung, wo man nicht hinkommt. Und ansonsten. Ja, fahrtechnisch halt nicht so spannend wie das, was wir jetzt da gerade machen. Eine andere Strecke. Ja, ja, ist sehr gut. Bremstest. Aber warum jetzt schon gelb? Mich gerade, wenn wir jetzt hinten eine 47 ranklatschen, ans andere Ende vom ICE, die dann mithilft. Ich meine, sobald man steht, wird das eigentlich auch gut, ne? So, schauen wir mal, wie es mit den Bremsen aussieht. Oh, ich glaube, jetzt auch der ICE bremst mit. Das sind gute Nachrichten. Da tut man nichts. So. Warum rot?
mal schnell auf die Karte gucken. Ach, der will einen Gleiswechsel machen. Warum? Das finde ich jetzt nicht so pralle. Da hört man ICE. Ja, schaltet natürlich nicht auf Fahrt. Wieso tust du das? Warum willst du da links fahren? Sonst muss ich einen manuellen Via reinmachen. Warte mal. Zug auswählen. Wegpunkt über den Ort hinzufügen. Müsste man eigentlich. Nee, nee, nee. Nicht erreichbar. Warum denn nicht? Hä? Kein gültiger. Hä? Aber wieso bist du links fahren? Muss ich das verstehen? Also, hier rechts gesehen, aber ja, auf der Karte sah es halt links aus. Das verstehe ich nicht. Wie können wir einen Ort hinzufügen? Habe ich da sonst irgendwas, wo ich ihm sagen könnte, ich will über das hier drüber fahren? Ja, sieht schlecht. Also, da wieder rechts, also fahrt Richtung links. Was ist das für eine Übung? Ich bin jetzt hier da Gleis gesperrt, so wie ein Simrail. Oh, hier im Grün. Nett. Och, hä? Er zeigt mal im HUD grün an, obwohl das Signal rot ist. Muss ich das verstehen? Muss mal wieder lösen, ich probier's mal aus. Also entweder ist die Route hier im Flugmodus ein bisschen verpackt. Oder Jensen Bird ist nicht so ganz happy mit dem, was ich da mache. Ah, ist doch effektiv grün. Ja dann, Gegengleisparty. Es hat nicht geklatscht. Okay. Komische Dinge, die da hier so passieren in Transit World. Was ja auch echt arschlich wäre, wenn man da einmal so rausfährt und dann wieder rein. Boah, da vorne da könnte sich was anhören in echt. Naja. Vielleicht hätte ich das mit dem Wegpunkt ganz am Anfang machen sollen. Aber generell muss man da ein bisschen aufpassen mit der eigens gesetzten Route. Weil da des Öfteren Sachen zusammenstellt, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Oh nein, bitte crash nicht. Oh, danke. Jetzt bin ich schon so weit gekommen. Es ist hier. Ach du Scheiße, es ist jetzt wieder voll am Umlegen. Spiel, was ist los? Noch?
kann ich jetzt Wegpunkte nur noch bei so Gleisen machen, die jetzt irgendwie farblich hervorkommen sind, also wie Halt etc. Also Bahnsteig. Aber das wäre jetzt irgendwie ein Problem. Mal mit einer 37 hinten dran. Ich will einfach nur wissen, ob die da mitarbeiten würde. Dann vorne, wenn wir sich Doppeltraktion machen, glaube ich, geht es bestimmt. Nur hinten ist eben die Frage, durch den ICE. Jetzt weg. Ah, jetzt wieder da. Okay. 2 Kilometer geht's wieder nach links. Kommt ungefähr hin. Ja, was noch ist, also Stand von der Aufnahme, das Ganze kann man im Vergleich Consist Editor nicht nutzen, da crasht das Spiel. Aber das wäre natürlich viel später dann witzig, wenn man das entsprechend in Szenarien nutzen kann. Wenn dann so verrückte Sachen unterwegs sind. Es gibt ein Szenario, das ist von der Bewertung recht gut, das ist ein PC-Editor gebracht worden. Das würde ich mir gerne nochmal anschauen. Das mache ich vielleicht gerade im Anschluss. Oh, liebe Leute, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Und der Katze wieder raus aus dem Zimmer. Gleich wieder da. So, da bin ich schon wieder. Ist halt der Nachteil, wenn man Katzen hat. Oh, 1,3 Meilen mit 15. Schau mal, dass wir hier mal nicht hingleisen. Meile noch. Bahnen gibt es irgendwie auch keine. Hat es schon manchmal nur praktisch. So, sieht man es denn schon? Ja, gut, da hinter dem Signal dann. Jetzt hätten wir auf die rechte Seite fahren können. Wenn wir schon mal rechts sind. Stückchen noch. So, würde ich sagen, bremsen wir doch mal. Ah, ich denke, das passt schon, wenn wir da ein bisschen zu schnell drüber fahren. Dann ist komplett auf 15 runter. Das muss die Weiche abgehen.
Du. Moin, Kollegen. Weil vermutlich eh gar nicht mehr besetzt. Ohne Glaswand hier drin. Servus. Ach, da wiederum mit 40 rein. Ist eigentlich schon ein bisschen sportlich, auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke da so 15er Weichen rein zu klatschen. Und der Highspeed-Weichen ein bisschen mehr Sinn geben. So, jetzt schaue ich mal auf den Zugschluss. Weil ich will jetzt nicht ganz nach vorne fahren. Einfach dann zum Test, dass ich da ein bisschen Spielraum habe. Aber hinten sollte noch Platz sein, dass ich die andere 37s bauen kann. Ist überhaupt ein Ausfahrsignal? Dem scheint ja nicht zu sein. So, auf die andere Seite raus. So 500 Yards nach vorne noch. Das, was ich mir sagen, wir bleiben jetzt hier mal stehen. Ja, eventuell mal mitbremsen. So. Jetzt lassen wir mal alles so, wie es ist. Hängen wir aus. Und werden hoffentlich nicht überfahren. Zedele. Kann oben bleiben. Jetzt müssen wir hier noch mal in den ICE rein. Machen wir auf die Tür hier. Dankeschön. So, Kollege. Macht euch nochmal kurz ein. Dann hat es hier. Warte mal, Lokale sind Kuppeln. Kuppel habe ich. Hinten öffnen. Ich hoffe mal, die ist jetzt aufgegangen. Machen wir aus. So, hier zu. Kann sich jetzt nur um Jahre handeln, bis wir da hinten sind. Ich muss aufpassen, auf dem Gleis könnte was kommen. So, bitte sag mir, dass dann hier offen ist. Bitte, 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 bitte. Sag mal. Oh ja, geil. Ist offen. Südle. Also. Neuen Zug erzeugen. Wird die. Hallo. Wird die 7. EPX. Scharfenberg. Erscheinen lassen. Ne. Ernst jetzt. Da kann ich. Da nicht. Oh, come on. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das ist bestimmt, weil hier das Signal fehlt. Okay, ich glaube, dann machen wir das Experiment vielleicht ein bisschen anders. Ich werde mal schnell ins Depot reingehen. Und dann probieren wir das, ob dann von hinten theoretisch die 37 auch mitdrücken würde, so rein theoretisch, damit das die Frage beantwortet ist. Okay, also, gebt für euch mal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns mal irgendwo in der Betriebswerk wieder. Bis gleich! So, da bin ich wieder und ich bin jetzt hier auf der Midmap Mainline. Wir haben den 37 einmal auf der Seite, einmal hinten. Es hat soweit gut geklappt. Und innen drin im Panel steht auch ECU Operational. Das heißt, theoretisch müsste die hintere Lok mithelfen. Also wir fahren jetzt eigentlich nur bis zum Bahnsteig. Ich würde sagen, ich gebe mal Gas, ich gehe mal zu der hinteren. Mal schauen, was passiert. Ich höre zumindest nichts. Sieht nicht so aus, als ob die was macht.
Nee. Also wenn man jetzt einfach mal den Soundcheck macht mit vorne. Man kann gut sein, dass sie das natürlich in der Realität auch gar nicht kann. Ist ja doch schon ein bisschen älteres Kaliber. Aber ich glaube, eine Multiple-Unit-Einstellung hat die nicht. DBBS, nee. Batterie. Sieht schlecht aus. Naja. Okay, aber es war einfach nur mal für Funsies, um zu gucken, ob das denn so funktioniert. Ist auch interessant, dass hier die Triebwagen so getrennt dastehen. Ich glaube, das soll hier eigentlich nicht so sein, aber gut, um das geht es auch gar nicht. Schade. Ich hätte gedacht, eventuell die wird Spul machen. Aber gut, jetzt wissen wir, wie es ist. Ja, vielleicht macht jemand mal Mod dafür. Schade, schade, schade. Also wenn wir irgendwas Schweres mal ziehen sollten in irgendeinem Szenario, dann machen wir eher Doppeltraktion vorne. Aber es hätte schon seinen Reiz, da ein bisschen Push-Pull zu machen mit Sachen, die eigentlich nichts verloren haben. Also ein ICE auf der Mitte der Mainline. Ja, man wohl in echt nie sehen. Ja, schon witzig, dass es geht. Also ich muss sagen, cool, dass es den Mod gibt. Da lasse ich mir noch irgendwie was einfallen damit. Dass wir dann aber Spannendes machen. Vielleicht eh dann auf deutscher Strecke. Da können wir ein bisschen Ausfall spielen. Wenn es dann mit einem Szenarioplaner geht, könnte ich mir gut vorstellen, dass dann da entsprechend was kommen wird. Hat Potenzial. Oh, HSD. Moin. Guck mal, deutscher Kollege da. Cool aus. So, rein in die Lok. Dann bleiben wir hier noch am Bahnsteig stehen und dann ist gut für heute. Welcome to Derby. Kleines Mühe noch. Seht ihr, ne? Oh nein, nicht über Rot, nicht über Rot, nicht über Rot. Ja, war klar. Na gut, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann bis bald. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.